Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ja, es ist gleich soweit. Wir sind nach dem Timer zwar schon in plus 3 Tagen, aber, und das ist das Lustige dran, der Timer ist ein paar Tage bevor der Abflug ist. Also wenn man auf die Info schaut, sieht man, dass Time to Event immer noch ein Tag ist. Bedeutet, der hat dann fast 4 Tage Zwischenpunkt, was ich nicht gecheckt habe. Und wenn wir jetzt hier rausschauen, sehen wir auch, dass wir einen Encounter mit Leduna haben. Zwar auf einer sehr hohen Entfernung, wie das hier ausschaut. Soweit auch nicht. Es ist schon weiter weg wie die ganzen anderen, aber immer noch relativ in Reichweite eigentlich. Vor allem für starke Verbindungssysteme. Von daher sollte das eigentlich gar kein Problem werden. So, aber wir sind noch einen Tag, eine Stunde entfernt. Bedeutet, wenn ich hier vorspule, sind es 36 Minuten. Hier vorspulen. Ich gehe jetzt sehr, sehr vorsichtig vor. Ich mag nicht vorbeifliegen. Vor allem so 10 Minuten davor, wir haben 3 Minuten Schubburst und 5 Minuten davor spätestens will ich die Rakete adjusten, dass wir alles einrichten, damit die gerade fliegt und dann mit Vollburst einfach drauf. Ich glaube, wir gehen sogar ein bisschen nach dem Schubzeitpunkt. Machen wir das Ganze. So, jetzt sind es noch 40 Minuten und damit das hier jetzt alles stimmt. Das hier sind 37 Minuten. Dann spulen wir hierhin vor. Das letzte Mal vorspulen, bevor es richtig losgeht. Ich bin echt gespannt, ob uns es gelingt, wie ich ehrlich gesagt auch hoffe, damit es jetzt einfach geht. Damit wir in der nächsten Folge ich alles vorbereiten kann für Eve. Weil jetzt bin ich ja schlauer. Aber die Mission geht jetzt dann auch schon. Paar Tage. Die einfach nur darauf wartet, dass wir Richtung Duna fliegen können. Was natürlich auch so, die letzte Folge war echt sinnlos, aber ich habe herausgefunden, wie das ganze System funktioniert. Es geht dann relativ easy, sobald du circa weißt, wo du hin musst und dann tust du ein bisschen adjusten und dann geht das schon. So, wir haben 4 Minuten, das war sogar weniger, als ich eigentlich wollte. Aber jetzt muss ich schauen, wie das Ganze hier funktioniert, nochmal so. So. Da sind nicht sehr feine Adjustments zu machen sogar. Komm runter, mein Freund. Sei mein Freund. Komm schon. So, nein, hoch wieder mit dir. Komm schon. So. Das müsste jetzt hoffentlich passen. Wir machen hier einen Save Point. Das Spiel wird gespeichert. Duna Encounter. Counter. Ja, ist falsch geschrieben, aber scheiß drauf. Es geht ja nur darum, damit ich weiß, um was es geht. So. Wenn wir 2 Minuten vorspulen, kurz davor. Ich schieb das mit dem zusammen. Warte mal, welches Stage ist denn das? Warte mal, kurz gucken. Warum haben dann die... Sind das die nicht? Doch, das sind die. Oh, warte mal, das gehört zu der Stage. Nee. Warte. Bevor ich jetzt irgendeine Scheiße baue. Das trennen wir wieder auf und dann drehen wir euch um. So. Das ist die Shroud. Und dazu gehören doch die Antriebe, oder? Ja, das sind die Antriebe. Also muss ich die Shroud öffnen, damit das passt. Deal. Dann können wir dich minus machen. Passt, perfekt. Warum immer da jetzt dann angeblich der Schub ist? Nicht da, wo ich es mache, aber okay. Ich sag mal nix. Ah, so, jetzt sind wir gleich am Encounter. Antriebe sind ja eh schon warm. Wir spulen sogar ein bisschen hinter, würde ich sagen. Dass wir
Ja, hier Vorspul machen wir jetzt. Ich glaube nicht, dass wir kurz nach dem Punkt machen müssen. Wir haben 3 Minuten Encounter, aber wir müssen ja sozusagen die Hälfte der Schubzeit damit verbringen. Weil ich will auf 2 Minuten 30 so circa hier vorspulen. Und dann einfach Vollburn draufgeben. Nach Climb Adjustment, weil ich sehe gerade so, dass das nicht mehr mittig ist. So. Full Adjustment und wir burnen unser Fuel raus. Alles ready for Duna. Da-da-da-da. Gib Stoff, Junge, du schaffst das. Endlich ist es soweit. Wir sind auf dem Weg zu Duna wieder mal. Alter, ist das lange her. Seit dem letzten Mal. Ich weiß nicht, wie viele Folgen ist denn das schon her? Boah, das muss eine halbe Ewigkeit her sein. Und wenn wir überlegen, jetzt ist dann... Oh, was fliegt darum? Jetzt ist dann als nächstes Eve direkt dran. In 20 Tagen. Ist also, da würde ich 24 Tagen circa. Und dann 120 Tagen circa. Ist dann der nächste Flug Richtung Duna. Also es ist alles extrem gut getaktet mittlerweile. Auch wenn ich dazwischen viel Arbeit machen muss. Aber wir sind echt nah aneinander mit jeder Mission. So, ich glaube, die Stage können wir abtrennen. Geht doch. Hui! Da gehen die Booster dahin. Das gibt uns, hat uns sogar noch ein bisschen extra Thrust gegeben. Hey, cool. Wie schaut es mit unserem Burn aus? Es wird schon mehr, es wird schon stärker. Ja, wir sind draußen. Das, was wir halt performen, wird ein echt harter Schub. Also das ist echt nochmal eine andere Sache. Vom die Rakete auf Point zu halten, ist schon schwer. Ich versuche gerade echt mit jedem Mängel Fitzelarbeit die Rakete so genau wie möglich zu halten. Damit es wirklich funktioniert. Ist gerade alles nicht so einfach, aber hey. Alter, was wir da an Thrust allein drin haben in diesem Teil. Diese obere Stage alleine. Und alles nur für ein Ziel. Zu dem roten Planeten zu kommen. Vor allem, wenn dann diese alle Satelliten stehen und oben konstelliert sind. Oder eine Konstellation ein bisschen aufgebaut haben. So ein bisschen schräg miteinander. Dann sollten wir eine sehr gute Verbindung auch wieder zurück zur Basis haben. Und das, glaube ich, wird uns dann einen Punkt nach oben geben für die nächsten... Wie lange sollen die Dinger halten? Müsste ich jetzt nochmal im HQ nachschauen, aber da steht auch, wie viel wir dann... Jetzt ist es ein bisschen fiddeliger. So, jetzt ist gleich nicht die nächste Stage leer. ...40, 30, 20, 17, 7. Wechsel! Wuhu! Es funktioniert! Wow! Alter, ich hör meine Stimme fast gar nicht mehr. Ich schreie hier wahrscheinlich schon so rum wie ein Volltepp. Ich höre nichts mehr. Da, 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 da. So. Wir verwenden jetzt ja natürlich wieder relativ viel. So, wir sind 1 Minute über dem Apoapsis bereits. Jetzt erhoffe ich, dass wir... Es schaut sehr anders aus, leider. Was war da gerade? Ja, an.
Hatte ich da gerade nicht einen Encounter? Aber der geht hoch. Jetzt machen wir ganz vorsichtig. Ich weiß, weil ich nicht das Schloss, was ich gemacht habe, aber hey! Hallo, ich bin's. Volldepp. So, schauen wir mal. 80.000 Kilometer, 70. Also, das sind keine 70.000 Kilometer, oder? Doch, das sind echt 70.000 Kilometer. Und wir haben einen Counter mit Duna. Schauen wir, wie nah wir noch kommen. Dem ganzen System. Es wird besser, es wird besser. Was? Als ob, wir machen noch einen Counter davor mit dem hier. Schauen wir mal. Hey, das ist nicht nett. Obwohl, da können wir noch ein bisschen Daten. So, jetzt. 24.000 Kilometer, das ist ein guter... Das ist gut. Yes, Leute, wir haben es. Wir haben den nächsten Punkt, wo wir brennen müssen. Und dazwischen, also so wie ich das jetzt verstehe, wir fliegen rein, kommen in den Counter mit Ike. Was natürlich auch, könnten wir da nicht rein theoretisch einen der drei Satelliten postieren? Wie viel kostet es? Warte mal, ich mag mal kurz zu Ike. Hallo Ike, Manöver hinzufügen. Das ist jetzt nur ein Testmanöver. Aber was ist, wenn wir dich... Okay, nee, wir sind far too fast an dem vorbei. Also das ist nichts. Aber wir sind davor, Duna uns zu nähern. Jetzt müssen wir nur herausfinden, wie viel braucht es, um hier zu bremsen. Add Manöver. Aber wenn wir so schnell vorbeiziehen... Oh oh. Also schon viel, aber nicht so viel, wie ich erwartet hätte. Wir werden unseren kompletten Treibstoff zwar zum Bremsen verwenden müssen, aber wir haben es geschafft. Wir sind auf dem Weg zu Duna. Wir sind kurz davor, das alles, oder wir sind dabei, dort was hinzumachen. Und deshalb würde ich hier machen, Quick Add. Manöver Alarm. Warp to Manöver Alarm in 3 Minutes. Welchen Manöveralarm in 3 Minutes? Add. Manöver DDR Limiter. Date, Time to Note, 233 Tage, das stimmt. Time to Alarm. Ich hätte gerne, dass du uns 30 Minuten vor dem Encounter informierst. 30 Minuten davor hätte ich... Hätte ich gerne. Alarm ist Duna Sat. Imp für important. Und du sollst einen Sound machen, du sollst mir ein Display Message geben und kill warp. Do nothing ist falsch. Bedeutet, wir werden um Time to Note ist 22 und 4 Stunden 52. Machen wir noch ein bisschen früher, 40.
Ad Alarm. Und unser nächstes großes Event steht. In 233 Tagen sind wir davor, bei Duna anzukommen. Eine der lang erwarteten Sachen wieder. Wir bauen unser Infonetz über Duna auf und bauen somit unsere Reichweite für Informationen auf Duna aus und können uns vorbereiten, vielleicht in der Zukunft sogar Richtung Eich zu gehen mit einfachen Mitteln. Aber allein diese Masse zu schaffen, was wir jetzt haben, ist natürlich mega geil. Wir liefern 5 Satelliten Richtung Duna, die uns dann Infos liefern über unser Bandbreit-Internet Richtung Körben. Mega nice Sache. Und in der nächsten Folge sind wir nicht mit diesem Baby unterwegs, was sich jetzt in die Weiten der Tiefen ausmacht. Wir werden ihm jetzt aber sogar hier sagen, Antenne ausfahren. Damit wirklich jede Verbindung steht, in jede Richtung genügend Verbindungen. Und ich bin echt gespannt, sobald das Ding im Orbit ist, wird nacheinander einer nach dem anderen die Satelliten ausgekoppelt und in deren Orbite gebracht, was mega, mega spannend wird. Da freue ich mich auf jeden Fall schon mal mega drauf. Aber ich bin genauso gespannt auf nächste Folge, wo es Richtung Eve geht, was natürlich der schnellste Punkt sein wird, wo wir encountern. Das wird auch der erste Operation sein, die fertig durchgeführt wird, was noch viel spannender eigentlich ist in der ganzen Sache gesehen. Und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr nach den Operationen gern sehen würdet. Würdet ihr gerne sehen, dass wir unsere Mann-Station dann ausbauen, was ich ja mega geil finde. Dass wir uns auf Mann vorbereiten für die Bevölkerung oder für den Ausbau dieser Station plus Bodenstation mit Bohrsystem. Sollen wir vielleicht doch auf Minmas anfangen, eine Station zu bauen und Projekt Mann abkapseln fürs Erste? Oder sollen wir uns noch erst auf Forschungen mit kleineren Systemen auf andere Planeten begeben? Ihr könnt es in die Kommentare schreiben, wir können auch gerne ein bisschen wieder diskutieren, wie immer. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo es heißt, ab zu Eve. Also, bis dann. Ciao! Everything changes.